In dieser Episode werden wir uns mit der Kompression von Videomaterial, also Bewegtbildsequenzen, beschäftigen. Wesentliche Idee ist es hierbei, Ähnlichkeiten in aufeinanderfolgenden Bildern zu identifizieren und zu eliminieren. Darüber hinaus kommen Techniken zum Einsatz, die bereits aus der Kompression von Standbildern verwendet werden, also beispielsweise die diskrete Kosinustransformation, wie wir sie bereits in dem JPEG-Verfahren kennengelernt haben. Ja, legen wir mal los. Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur Vorlesung Audio-Videotechnik. Heute möchte ich eingehen auf Techniken, jetzt ganz speziell für die Kompression von Bewegtbildmaterial. Wenn ich also mehrere Bilder in Folge habe und die komprimieren möchte, Thema Videokompression. Und da gucken wir uns heute im Prinzip generelle Techniken an. Irgendwann machen wir dann noch ganz konkrete Verfahren. Müssen wir gucken, wie viel Zeit wir haben. Auf jeden Fall werde ich Ihnen ein bisschen was erzählen zu MPEG, MPEG 1, 2 und 4. Aber heute geht es halt um allgemeine Techniken, die eigentlich in allen möglichen Verfahren zum Einsatz kommen. Und was versuche ich dabei, Ihnen zu vermitteln bzw. näher zu bringen? Ja, generell erstmal, was man da tut. Welche Techniken da zum Einsatz kommen? Ja, existierende Videokompressionsstandards, das kommt heute eher weniger, aber dann irgendwann in den nächsten Wochen, nächste Woche oder übernächste Woche. Typische Klausurfragen, ja, erläutern Sie den Unterschied zwischen CBR und VBR, steht für Constant Bitrate Coding und Variable Bitrate Coding. Was versteht man unter einer GOP und beschreiben Sie eine typische Zusammensetzung? Ja, und so die typischen Bildtypen, die da auftauchen. Und all das werden Sie in spätestens 90 Minuten ganz perfekt beantworten können. Videokompression. Bislang haben wir es immer mit dem Bild zu tun gehabt. Da hatten wir ja eigentlich so drei Dimensionen, die es zu beachten galt. Nämlich eine räumliche Auflösung in X- und Y-Richtung und irgendwie eine farbliche Auflösung. Und jetzt kommt eine vierte Dimension dazu. Also auch hier haben wir natürlich Pixel, die wir irgendwie beschreiben, beispielsweise durch einen Farbwert. Wir haben die horizontale Achse, wir haben die vertikale Achse, also irgendwie eine räumliche Anordnung dieser Pixel. Und das vierte, was jetzt dazu kommt, ist eine Zeitachse, dass wir also nicht nur ein Bild haben, sondern halt eine ganze Folge von Bildern. Ja, in der Regel sind das irgendwie 25 Stück pro Sekunde, zumindest wenn wir Video in Deutschland oder Video in Europa betrachten und das Ganze nach dem PAL-Standard uns anschauen. So, und prinzipiell unterscheidet man bei der Videokompression einmal in das sogenannte Intracoding. Da tut man so, als hätte man nur ein Bild, beziehungsweise betrachtet nur ein einzelnes Bild und macht im Wesentlichen das, was wir so bei JPEG gemacht haben. Ja, guckt sich also die räumliche Verteilung der Pixel an und versucht halt da zu komprimieren. Und das Zweite, und da wird es dann ein bisschen spannend, da kann man dann ordentlich was an Daten einsparen, ist das sogenannte Intercoding. Da gucke ich mir halt eine Folge von Bildern an. Und das werden wir gleich noch sehen, wenn ich eine Folge von Bildern habe, ist das ja häufig so, dass sich zwischen zwei Bildern gar nicht so viel tut. Sprich, da ändert sich gar nicht so viel. Und da wollen wir uns jetzt überlegen, wie ich das denn ausnutzen kann, um da effizient Daten einzusparen. Ja, und das eine nennt man neudeutsch Spatial Coding, also irgendwie so eine räumliche Codierung. Und das zweite bei dem Intercoding nennt man typischerweise Temporal Coding, wo ich halt diesen zeitlichen Aspekt berücksichtige, dass ich halt eine Folge von Bildern habe, die dann codiere. Also das sollten Sie sich merken. Intercoding oder Intraframe Coding beziehungsweise Intercoding und Interframe Coding. So, die erste Idee, die ich natürlich haben könnte, und das hat man früher auch gemacht, also wenn ich ein Video habe, habe ich eine Folge von Einzelbildern, typischerweise 25 Bilder pro Sekunde. Und dann kann ich natürlich hergehen und sagen, so, diese 25 Bilder pro Sekunde, die nehme ich jetzt und stecke ich jetzt beispielsweise in das rein, was wir letzte Woche gemacht haben. Und dann kommt aus jedem Bild irgendwie ein neues Bild raus, was irgendwie komprimiert ist, ja, wo ich halt ein paar Daten einspare. So in den Frühzeiten der digitalen Videobearbeitung, wenn man im Prinzip Video am Rechner bearbeiten wollte, hat man eigentlich das auch gemacht. Schimpft sich dann Motion JPEG und finden sie heute auch noch, wenn sie beispielsweise so Video exportieren wollen und da verschiedene Codecs angeboten bekommen, finden sie da dann irgendwie so MJPEG heißt das meistens.
Ja, das ist dann im Prinzip eine Einzelbildkompression und ist unter dem Blickwinkel der Bearbeitung von Video natürlich ganz praktisch, weil ich halt Einzelbildzugriff habe. Ich kann auf jedes einzelne Bild, was ich da jetzt kodiere, kann ich genau zugreifen und musste auch keine große Kopfstände machen, um wirklich an das Bild ranzukommen. Das ist gleich bei der Interframe-Kodierung ein bisschen anders. Hier so in dem Text zu der Folie, den Sie ja auch haben, da finden Sie dann so typische Größenordnungen, die entstehen. Ja, da gibt es irgendwie auf dem Apple beispielsweise, unter dem QuickTime gibt es 2 Codecs für das Motion JPEG. Bei dem einen hat man eine Kompressionsleistung von 1:4 ungefähr. Spart also, kommt auf 25%, bei dem zweiten Codec kommt man auf 1:41, das heißt, der wird schon ganz deutlich reduziert. Aber gerade wenn ich mir hier so eine Bildsequenz angucke, sieht man ja, das ist wirklich eine Folge von nacheinander vorbeirauschenden Bildern, da tut sich ja kaum was, da ändert sich nicht so viel. Und jetzt kann ich mir natürlich überlegen, dass so diese Ähnlichkeit im Bild, dass ich die sicherlich auch gut ausnutzen kann für die Datenkompression. Eine Folge von, ist wirklich so eine Bildsequenz, wo ich Bild für Bild mal rausgegriffen habe. Ja, hier oben beispielsweise dieses Hochhaus, ja, das rutscht so ganz langsam nach links raus. Ja, und doch genau, ja. Hier nach links rutscht das raus. Hier kommt dann irgendwie ein neues Gebäude so langsam rein. Das heißt, so von Bild zu Bild tut sich eigentlich gar nicht so viel. Ja, so ein bisschen verschiebt sich was. Und da wollen wir uns jetzt mal überlegen, wie wir das denn vielleicht ausnutzen können, um ja, effizient Daten einzusparen. Und die Idee wird dabei sein, dass man halt versucht, sozusagen genau die Unterschiede von Bild zu speichern. Ja, also nicht zu sagen, so jetzt jedes Bild speichere ich wieder von neuem, sondern man versucht sich jetzt die Unterschiede anzugucken, ja, von einem zum nächsten Bild und versucht halt diese Unterschiede irgendwie zu erfassen und zu speichern. Das heißt, was war eigentlich tun müssen, wenn wir jetzt hier Video komprimieren möchten. Ach, hier nur nochmal im Prinzip 2 Bilder, ja, irgendwie Frame N und dann irgendwie so 5 Bilder später. Ja, und wenn man nur die beiden oberen Bilder sieht, ja, sieht man, dass das doch relativ ähnlich aussieht. Hier unten habe ich beide Bilder einfach mal übereinander gelegt. Ja, und da sieht man, hier beispielsweise an der Kante hat sich ein bisschen was getan. Ja, aber wenn man nicht wirklich genau hinguckt, dann merkt man fast überhaupt keinen Unterschied. Was ich hier mal gemacht habe, einfach mal so ein Differenzbild gebildet. Ja, und hier sehe ich sozusagen genau die Unterschiede. Da, wo ich was erkennen kann, ist ein Unterschied zwischen diesen beiden Bildern. Und da, wo es schwarz ist, ist eigentlich identisch. Ja, das heißt, was wir jetzt eigentlich nur speichern müssen oder was wir sozusagen erkennen müssen, sind sozusagen genau diese Differenzbilder. Und da wollen wir uns mal überlegen, wie wir denn da hinkommen. Hier auch irgendwie 2 Bilder und da tut sich jetzt irgendwie relativ wenig. Da fährt nur ein Auto von rechts nach links in der Szene. Und wenn ich jetzt das als Bestandteile einer Bewegbildsequenz habe, würde es ja eigentlich ausreichen, wenn ich versuche, irgendwie so diese Bewegung in diesem Bild zu erfassen. Sprich so dieses fahrende Auto. Ja, und wenn ich dann sozusagen dieses zweite Bild komprimieren möchte, dann wäre es eigentlich eine gute Idee, irgendwie so die Bereiche zu identifizieren, wo eine Änderung stattfindet, den Rest eigentlich identisch zu lassen, das ist sozusagen das hier, das Graue, also das können wir eigentlich so lassen und sagen, all das, was da jetzt grau ist in diesem Bild, ja, das kann so bleiben und das finden wir eigentlich in dem Bild, was hier vorliegt, ja, oder vielleicht irgendwie 5 Bilder, 5 Frames vorher ist. Ja, also irgendwie so eine Referenzierung auf ein vorhergehendes Bild, was wir dann wieder vollständig haben. Ja. Also was wir tun müssen, ist versuchen, irgendwie so diese identischen oder zumindest ähnlichen Teile zu identifizieren, gleiche oder ähnliche Teile dann per Referenz zu speichern, ja, also das, was hier in diesem Bild jetzt grau zu sehen ist, und die unterschiedlichen Teile, also beispielsweise dieses Auto, ja, mehr oder weniger absolut zu kodieren. Das wird so in etwa das Vorgehen sein. Und was wir jetzt tun werden, wir werden versuchen, ich hatte das gerade schon gesagt, wir müssen versuchen, diese Bewegung im Bild zu erkennen. Und das Ganze nennt man Bewegungsschätzung. Wollen wir uns jetzt nochmal so eine Bildfolge angucken. Hier wieder das Auto, was von rechts nach links fährt.
Ja, und ich bin jetzt dabei sozusagen, ich stecke jetzt mitten in so einem Encoder drinne und das ist irgendwie das Bild, was ich jetzt gerade kodieren möchte. Dann spricht man von einer sowohl vorwärts als auch rückwärts gerichteten Bewegungsschätzung. Bei der vorwärts gerichteten Bewegungsschätzung, da gehe ich so vor, ich gucke im Prinzip von einem Frame ausgehend, ja, sagen wir mal, ich bin hier bei diesem Bild, das möchte ich versuchen zu identifizieren oder beziehungsweise zu speichern. Und jetzt könnte ich eigentlich so vorgehen und sagen, so wie ich das eben auch versucht habe zu erläutern, ich gucke im vorhergehenden Bild und gucke, was ist da irgendwie identisch, was ist da unterschiedlich und versuche das irgendwie zu erfassen. Die identischen Teile, sage ich, ja, da lege ich irgendwie wie so eine Referenz, was wir da eben so als Pfeil dargestellt hatten, hin. Und die unterschiedlichen Teile speichere ich halt irgendwie absolut. So macht man es aber nicht, sondern wir hatten uns irgendwann mal angeguckt, so dieses Prädiktionsprinzip. Sie ändern sich vielleicht dunkel. Ja, ich hatte das irgendwie damit erläutert, habe eine Reihe von Pixeln, 4 Pixel möchte ich speichern und den 4. Pixel bilde ich als Mittelwert der 3 drumherum liegenden. Ja, und statt diesen absolut zu speichern, nehme ich irgendwie hier einen Mittelwert aus denen, schätze sozusagen diesen ab und bilde dann die Differenz. Und die Differenz ist das, was ich wirklich übertrage. Das ist dieses Prädiktionsprinzip. Und genauso machen wir das hier jetzt auch bei einer vorwärtsgerichteten Bewegungsschätzung. Was wir tun werden, wir werden von diesem Bild ausgehen, von diesem Bild N, und sozusagen Blick in die Zukunft schätzen. Dass wir also irgendwie versuchen zu erkennen, was ändert sich denn von Bild N übergehend zu Bild N plus 1. Ja, und bilde dann auch so eine Abschätzung, bilde dann so eine Differenz zwischen exaktem Wert und geschätztem Wert. Ja, und wenn diese Differenz klein genug ist, sage ich, jawohl, das passt. Da kann ich mit so einer Referenzierung arbeiten und muss die Inhalte des Bildes gar nicht nochmal speichern. Ja, das ist sozusagen von Bild N zu Bild N plus 1 schauend oder von Bild N plus 1 zu Bild N plus 2 schauend. Es kann aber auch spannend sein, so eine rückwärtsgerichtete Bewegungsschätzung zu machen, dass ich doch von hinten sozusagen nach vorne gucke. Beispielsweise, wenn ich mir hier diesen Ball angucke. Ja, den habe ich hier schön zu sehen in Bild N plus 2. Ja, hier ist er noch gar nicht zu sehen in Bild N. Hier kommt er so langsam rein. Ja, und wenn ich das hier beispielsweise habe, dieses Bild, das gerade kodieren möchte, dann könnte mir auch ein nachfolgendes Bild Informationen liefern, die ich zur Kodierung dieses Bildes benötige. Nämlich beispielsweise gerade diese Stelle mit diesem roten Ball hier. Also kann es unter Umständen hilfreich sein, auch sozusagen doch von hinten quasi nach vorne zu gucken, zur Kodierung dieses Bildes hier. Und beides wird gemacht. Es gibt sowohl eine vorwärtsgerichtete Bewegungsschätzung, also von hier nach da gucken, um dieses Bild abzuschätzen, und eine rückwärtsgerichtete Bewegungsschätzung, um dieses Bild hier zu kodieren, auch in dieses Bild gucken und Dinge in diesem Bild sozusagen ausnutzen. So, jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, wir zumindest so als menschlicher Betrachter, ja klar, das Auto, das bewegt sich hier. Ja, erkenne ich sofort, irgendwie der Hintergrund hier, dieses Gebirge und das Haus und die Bäume, da tut sich so rein gar nichts. Aber dieses Auto, das ändert sich. Genauso mit diesem Ball, der kommt so langsam in die Szene rein. Nur so eine Maschine wird sich natürlich schwer tun, irgendwie so ein Auto als Objekt zu identifizieren. Ja, genauso ein Ball wird auch irgendwie schwierig sein. Das heißt, da müssen wir irgendwie ein bisschen anders vorgehen. Und was wir da tun, ja, nicht wir, sondern so ein Encoder, der nimmt sich jetzt ein Bild her. Und wenn jetzt das Bild kodiert wird, das nachfolgende, und das mache ich jetzt am Beispiel von so einer vorwärtsgerichteten Bewegungsschätzung, man teilt das ein in Blöcke. Ja, Blöcke haben wir schon kennengelernt im Rahmen von JPEG. Und versucht jetzt, oder sagen wir mal diese Blöcke, ich nehme jetzt mal diesen hier raus, in dem Bild wiederzufinden. Ja, also jetzt nicht irgendwie so versuchen, Objekte zu erkennen, wie hier so ein Auto, sondern ganz einfach eine Folge von Bildpunkten, die irgendwie hier so räumlich angeordnet sind in so einem Block, und versucht jetzt, diese Blöcke hier in dem nachfolgenden Bild wiederzufinden. Ja, und an gewissen Stellen funktioniert das ganz gut. Wenn ich mir beispielsweise diesen Block hier angucke,
Ja, den finden wir hier an der genau gleichen Stelle. Das heißt, um diesen Block hier zu speichern, reicht es eigentlich aus, zu sagen, so, alle Informationen zu diesem Block findest du im vorhergehenden Bild an dieser Stelle. Also einfach so einen Verweis anzulegen. Wenn ich hier mal so diese Blöcke bezeichne mit einem großen B, der Index N unten bezeichnet irgendwie die Nummer des Bildes und dann nummeriere ich diese ganzen Blöcke durch in meinem Bild. Ja, der Block B unten N I, ja, ist völlig identisch zu dem Block B N plus 1 I. Das heißt, da können wir so eine Referenz anlegen. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass wir diese Situation haben, dass wir diesen Block hier nicht an dieser Position, wo er vorher war, in dem Bild N, wiederfinden, sondern an einer anderen Position. Ja, der Block selbst ist aber mehr oder weniger identisch. Ja, und in diesem Fall ist er jetzt gerade identisch. Dann kann ich natürlich sagen, um diesen Block hier zu kodieren, ja, da gucke ich auch in das vorhergehende Bild, aber ich muss noch so ein bisschen verschieben. Ja, also dieser Block, den finde ich nicht an der genau gleichen Stelle, sondern ich muss den um genau ja, diesen Pfeil hier verschieben. Und das schimpft man dann Bewegungsvektor. Ja, man findet diesen Block zwar, aber der hat sich halt ein Stückchen bewegt und der Bewegungsvektor gibt uns an, um wie viel ich den halt verschieben muss. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Block hier kodieren möchte, dann finde ich in meinem vorhergehenden Bild einen Block J, ja, der irgendwie identisch ist. Wir werden später sehen, der muss nicht hundertprozentig identisch sein, aber er muss zumindest eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen. So, und das Problem oder das wesentliche Problem, beziehungsweise der Hauptaufwand in so einem Videoencoder steckt eigentlich in genau dieser Tätigkeit, übereinstimmende Blöcke zu finden. Und das Ganze schimpft sich dann Bewegungsschätzung oder Neudeutsch Motion Compensation. Ja, und was da immer gemacht wird, ist genau dieses Prädiktionsprinzip. Man geht jetzt nicht, was ich eben sagte, aus von diesem Bild und sucht die Blöcke im vorhergehenden, sondern genau umgekehrt, man guckt sich hier die Blöcke an und versucht diese Blöcke dann im nachfolgenden Bild zu finden. Und wenn ich eine Übereinstimmung finde, dann kann ich halt genauso einen Bewegungsvektor plus so eine Referenz einsetzen. So, und das kann dann beispielsweise so aussehen. Und das werden wir, das hier oben lassen wir zunächst mal weg. I, B und I, B und P Bild. Was passieren wird, wenn ich beispielsweise hier so ein Bild kodieren möchte, dass ich sowohl im vorhergehenden Bild identische Blöcke versuche zu finden, ja, wie beispielsweise hier bei diesem roten Block. Da werde ich dann durch einen entsprechenden Suchalgorithmus, den wir uns in ein paar Minuten angucken werden, ja, werde ich irgendwie herausfinden, dass es hier einen Block gibt. Ja, der sieht irgendwie genauso aus, hat sich nur ein bisschen verschoben. Das heißt, was ich da irgendwie sagen muss, im vorhergehenden Bild, um eine bestimmte Koordinatenposition verschoben, finde ich genau einen Block, der diesem Block hier entspricht. Das heißt, diese einzelnen Pixelinformationen hier zu diesem Block muss ich gar nicht speichern, sondern kann im Wesentlichen hier so einen Bewegungsvektor angeben. Zweite Möglichkeit ist, dass ich im nachfolgenden Bild gucke. Das ist hier dieses blaue. Auch da finden wir die Situation, dass wir den identischen Block dort in dem Bild haben, auch wieder ein Stückchen verschoben und kann halt entsprechend das ganze Ergebnis auch nicht in Form von Pixeln speichern oder Farbwerten für Pixeln, sondern einfach durch so einen Bewegungsvektor. Wir finden die Situation, dass wir beispielsweise hier, wenn wir uns dieses Bild angucken, diesen grünen Block, ja, auch da finden wir beispielsweise ein Bild. Ja, das muss nicht immer das direkt vorhergehende sein, sondern das kann auch mal irgendwie ein Bild sein, was ein, zwei oder drei Bilder vorher war. Auch da finde ich beispielsweise einen Block, der jetzt in diesem Beispiel an der exakt identischen Position ist. Den kann ich dann einfach durch eine direkte Referenz mit so einem Bewegungs- oder Verschiebungsvektor 0, 0 angeben. Hier auch nochmal, wo ich im vorhergehenden Bild einen Block finde, der halt ein Stückchen verschoben ist. Und um es jetzt noch ganz kompliziert zu machen, ist die Situation, dass ich einen Block finde, der sich irgendwie so als eine Mischung aus einem Block im vorhergehenden Bild und einem Block im nachfolgenden Bild irgendwie zusammensetzt. Ja, und auch da gebe ich dann irgendwie einen Bewegungsvektor an,
der eine Verschiebung bezüglich des Vorgängers als auch eine Verschiebung bezüglich des Nachfolgers angibt. So, und das Ganze ist dann die sogenannte Interframe-Kodierung, dass ich also wirklich gucke, was gibt es für Ähnlichkeiten in, sag ich mal, Bildern der näheren Umgebung, sowohl nach vorne als auch nach hinten gerichtet. So, und jetzt könnte ich natürlich sagen, wenn ich so eine Bewegtbildsequenz habe, irgendwie so einen 90-minütigen Spielfilm, ich fange an, das allererste Bild absolut zu kodieren, dann nehmen wir jetzt irgendwie JPEG, ja, und die nächsten zigtausend Bilder, die wir da haben, kann ich jetzt im Kopf nicht ausrechnen, die speichere ich nach genau diesem Prinzip. Ist das eine gute Idee? Genau, also wenn ich irgendwie vorspule oder beispielsweise ja, auf ein beliebiges Bild zugreifen muss, dann muss ich quasi immer wieder zurückrechnen, mir diese Informationen, die sozusagen in diesen Bewegungsvektoren drinnen stecken, muss ich mir irgendwie so mühselig zurückverfolgen. Also das ist irgendwie schlecht. Darum hat man sich irgendwie überlegt, Bildgruppen einzuführen. Jetzt wird beispielsweise schon der erste Begriff erläutert, der da irgendwie mal so stand. Was ist ein GOP? GOP steht für Group of Pictures. Was man typischerweise tut, und was Sie bei Video-Encodern nicht immer, aber häufig einstellen können, ist die Struktur eines GOPs. Man bildet Gruppen von Bildern und sagt so, das erste Bild der Gruppe, das ist hier jetzt in diesem Beispiel immer irgendwie so dieses grau eingezeichnete, das speichere ich absolut. Und die nachfolgenden Bilder, das können irgendwie 5, 10, 15 Bilder sein, die speichere ich genau mit diesem Referenzprinzip. Und dabei kann ich sowohl vorwärts als auch rückwärts gucken, also irgendwie von diesem Bild ausgehend versuchen abzuschätzen, ob ich den Block in diesem Bild wiederfinde. Und wenn das der Fall ist, kann ich halt hier so eine vorwärts gerichtete Bewegungsschätzung durchführen und entsprechend so einen Bewegungsvektor angeben. Und genauso rückwärts gerichtet von diesem Bild, von einem nachfolgenden Bild ausgehend gucken, ja, gibt es einen Block hier, der in dem Bild übereinstimmt. Ja, und falls das der Fall ist, kann ich da auch wieder so einen Bewegungsvektor angeben. Also man bildet Bildgruppen und wende dann im Prinzip dieses Konzept der vorwärts- und rückwärts gerichteten Bewegungsschätzung oder Referenzierung an. Und man spricht dann eigentlich von den folgenden Bildtypen. Das erste Bild einer Gruppe ist immer das sogenannte iFrame. Das stand da irgendwo schon mal auf der Folie. iFrame kommt von Intra-Picture. Intra-Kodierung hatte ich eben schon erwähnt. Das ist also, wenn ich mir sozusagen nur das Bild alleine angucke und versuche, Informationen einzusparen, die ich nur aus dem Bild heraus gewinne, beziehungsweise Daten zu komprimieren, ohne jetzt in die Nachbarbilder zu gucken. iFrames. Dann gibt es zwei weitere Typen von Bildern. Das sind die sogenannten P-Frames und B-Frames. P-Frames steht für Predicted Frames und B-Frames steht für Bidirectional Pictures oder Bidirectional Frames. Und bei diesen beiden Bildtypen erfolgt genau diese Kodierung mit Referenzbildern. Und zwar passiert das wie folgt. Wir fangen an mit der Kodierung von so einem Intraframe. Und dann erläutere ich zunächst diese P-Frames. Das kommt dann erst so ein Stückchen später. Ein P-Frame verwendet nur Informationen von einem vorhergehenden iFrame. Ja, das ist im Prinzip dieser Pfeil hier, der hier oben. Man muss immer so ein bisschen umgekehrt denken. Das heißt, um das zu speichern, gucke ich mir das Bild hier an, versuche Blöcke aus dem Intraframe zu schätzen und zu gucken, gibt es die hier in diesem nachfolgenden P-Frame. Ja, was da im Einzelnen passiert, gucken wir uns gleich noch an. Aber also hier gibt es eine Referenz zwischen I und P-Frame, dass ich in dem P-Frame Informationen aus dem vorhergehenden I-Frame nutze. In dem dann folgenden P-Frame greife ich nicht auf das vorhergehende I-Frame zurück, sondern auf das vorhergehende P-Frame. Auf das dann folgende P-Frame wiederum auf das vorhergehende P-Frame. Ja, das sind immer diese etwas dickeren schwarzen Pfeile, die hier oben sind. Also P-Frames gucken immer mit einer vorwärts gerichteten Bewegungsschätzung quasi in das vorhergehende Bild. Dann gibt es noch die rückwärts gerichtete Bewegungsschätzung und die kommt bei den B-Frames zum Einsatz, beziehungsweise bei den B-Frames kommt sowohl die vorwärts als auch die rückwärts gerichtete Bewegungsschätzung zum Einsatz. Und zwar bei den B-Frames guckt man im vorhergehenden I-Frame und im nachfolgenden P-Frame.
Na, das mit diesem Nachfolgenden war da diese Szene eben mit diesem roten Ball, der da freigelegt wird, um auch das erkennen zu können. Ja, und das ist hier, was hier eingezeichnet ist, ist so eine typische Struktur von so einem GOP. Man hat einen I-Frame, zwei B-Frames, ein P-Frame, wiederum zwei B-Frames und dann halt eine gewisse Folge davon. Ja, hier diese Struktur, die ich hier im Prinzip sehe, beziehungsweise die hier unten auch abgebildet ist. Also B-Frames gucken immer ins vorhergehende I oder in diesem Fall hier beispielsweise in das vorhergehende P-Frame und in das nachfolgende P-Frame. So, und das Erste, was natürlich irgendwie auf der Hand liegt, ist, wenn ich diese B-Frames kodieren möchte, dann muss ich das vorhergehende P-Frame schon irgendwie kennen. Das heißt, wenn ich hier diese Bildfolge habe, 1, 2, 3, 4, 5, die Kodierung erfolgt etwas anders, da gucke ich mir im Prinzip erst das I-Frame an, dann das P-Frame, darum steht hier unten die Nummer 2, dann das B-Frame, dann das B-Frame, also 1, 2, 3, 4. Ja, und das ist sozusagen eine Vertauschung der Frames, um halt diese Kodierung überhaupt erst möglich zu machen. So, bevor wir uns ein bisschen genauer angucken, wie wir jetzt hier hinkommen, zu diesen quasi vorwärts- und rückwärts gerichteten Bewegungsschätzungen, ganz kurz was zur Kompressionseffizienz. Sie können sich vorstellen, dass wenn ich identische Bildblöcke finde, dann muss ich im Wesentlichen nur so einen Bewegungsvektor speichern. Und dass das sicherlich besser möglich ist und mit weniger Speicherplatz möglich ist, als im Prinzip die Pixelwerte absolut zu speichern. Darum ergibt sich eigentlich relativ schnell, dass wir, wenn wir, hier jetzt einfach mal so abgetragen, einen Videostrom, den ich mit iFrame only, also wo wir wirklich nur iFrames verwenden, gespeichert habe, ja, dann jetzt hier bei einer entsprechenden Einstellung der Qualität, dann noch irgendwie über 50 Megabit. Ja, und wenn ich zusätzlich B-Frames hinzunehme, ja, dann landen wir irgendwie so bei guter Hälfte, bei 30 Megabit. Und wenn ich so eine Struktur nehme mit B-Frames und P-Frames, ja, dann kann ich das relativ stark und deutlich reduzieren an Informationen. Also, I-Frames, geringste Kompressionsleistung, dafür am einfachsten zu komprimieren. Also Kompressionsleistung heißt größtes Datenvolumen. P-Frames liegen irgendwo so in der Mitte. Mittlerer Aufwand bei mittlerer Kompressionsleistung und B-Frames, weil wir da im Prinzip in zwei Richtungen gucken müssen, haben den größten Kodieraufwand, dafür aber auch die größte Kodiereffizienz. Also, das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an, wie wir diese Bewegungsvektoren, das ist jetzt das Ziel, dass wir halt Blöcke identifizieren und für diese Blöcke Bewegungsvektoren finden und damit halt die Bewegung im Bild abschätzen können. So, dieser Gesamtkomplex dieser Bewegungsschätzung nennt sich oder findet man in der Literatur unter dem Begriff Motion Compensation. Und so dieses eigentliche Herausfinden von diesen Bewegungsvektoren wird typischerweise als Motion Estimation bezeichnet. So, jetzt gucken wir uns einfach mal an, was wir denn da so tun können und tun müssen. Das ist das Bild, was wir kodieren möchten. Ja, und uns interessiert jetzt gerade dieser Block hier. Das ist das, gehen wir jetzt mal aus von dem, machen so eine vorwärtsgerichtete Bewegungsschätzung. Das ist das Referenzbild. Ja, und wir haben hier irgendwo einen Block an der Stelle, der halt, ja, sieht in diesem Beispiel völlig identisch aus. Was wir halt finden müssen ist, ja, erstmal, dass es hier einen übereinstimmenden Block gibt und dass der sich dann halt ein Stückchen weit vielleicht verschoben hat. So, jetzt kann ich unterschiedliche Strategien an den Tag legen, wie ich genau das hier finde, nämlich diese Ähnlichkeit in den Bildern anhand von, ja, diesen Bewegungsvektoren. Und was typischerweise gemacht wird, also das ist irgendwie mein Bild mit dem jetzt zu kodierenden Block. Was typischerweise gemacht wird, ist, man teilt das Ganze erstmal in Blöcke ein. Ja, typischerweise hat man irgendwie eine Blockgröße 8x8 oder 16x16. Und ich kann natürlich jetzt sagen, ich gucke mir alle möglichen Blöcke hier in diesem Bild an, ja, und versuche irgendwie eine Übereinstimmung mit diesem Block hier zu finden. Das wäre aber fürchterlich aufwendig. Darum beschränkt man sich eigentlich auf einen gewissen Suchbereich, der in der Umgebung dieses Blockes hier liegt. Ja, also man definiert irgendwie so ein Suchfenster hier. Ja, also irgendwie habe ich das so angegeben,
hier mit diesem M plus 2W, N plus 2W. Man definiert hier so ein Suchfenster und innerhalb dieses Suchfensters guckt man sich jetzt alle möglichen Blöcke an und guckt, finde ich eine Übereinstimmung von einem Block, den ich jetzt hier irgendwie herausgegriffen habe, mit dem Block, den ich jetzt hier eigentlich gerade kodieren möchte. Das wäre jetzt insofern vorwärtsgerichtet, dass ich hier in diesem Bereich, darum ist das hier so in kleinen Schritten abgetragen, ich gehe jetzt hier wirklich so vor, dass ich alle möglichen Blöcke, die ich in diesem Suchbereich finde, auf Übereinstimmung mit diesem Block hier überprüfe. Also ich habe hier jetzt so einen Suchbereich und da könnte ich jetzt beispielsweise pixelweise vorgehen, Pixel für Pixel immer so einen Block verschieben. Nehmen wir einfach mal so einen Block der Größe 8 x 8. Die ganze Tafel ist mein zu kodierendes Bild. Da greife ich mir jetzt einen Suchbereich raus. Den Block möchte ich jetzt hier finden. Das Erste, was ich jetzt machen würde, ich würde hier oben anfangen und sagen mal so, das ist meine Blockstruktur. Das wäre mein erster Block, den ich jetzt nehmen würde und vergleichen würde, ob der mit diesem Block übereinstimmt. Wie wir das machen, kommt auf der Folie gleich. So, wenn ich feststelle, der ist irgendwie ein schlechter Kandidat, dann würde ich irgendwie meinen Block um einen Pixel verschieben. Ja, das sage ich jetzt mal gerade hier irgendwie so einen Pixel. Ja, dann würde ich mir den nächsten Block rausgreifen und den wiederum mit dem hier vergleichen. Wenn das ein guter Kandidat ist, dann merke ich mir den. Wenn es ein schlechter Kandidat ist, dann vergesse ich den einfach wieder. Ja, und hole mir den nächsten Block raus. Würde jetzt den beispielsweise nehmen. Ja, und so würde ich jetzt im Prinzip diesen gesamten Suchbereich durchlaufen, mir immer wieder Blöcke rausgreifen und immer wieder auf Übereinstimmung mit diesem Block hier überprüfen. Ja, das heißt, hier drum sind hier so diese kleinen Schritte eingetragen in diesem Suchbereich. Also ich greife mir jetzt irgendwie eine endliche Anzahl von Blöcken aus meinem vorhergehenden Bild raus, ja, versuche zu überprüfen, ob der mit diesem Block übereinstimmt. Und wenn er übereinstimmt, übertrage ich, ja, bilde ich gerade diese Differenz, übertrage den Schätzfehler. Ja, also genau dieses Prinzip dieser Abschätzung. Also Übereinstimmung muss nicht 100% sein. Wenn Sie jetzt so in der Literatur gucken, gibt es erstmal unterschiedliche Bewertungsfunktionen. Die müssen wir uns jetzt nicht merken, die Formel. Nur, dass wir auch mal eine Formel auf unseren Folien haben. Das sieht immer ganz hübsch aus, sieht so wichtig aus. Es geht darum, wir müssen jetzt irgendwie vergleichen können, stimmen die Blöcke überein oder nicht. Ja? Und hier habe ich beispielsweise, mittle ich gerade so die, also FK sind sozusagen die Pixelwerte des Bildes K. FK minus 1 sind die Pixelwerte des vorhergehenden Bildes. Ja, und ich bilde jetzt hier über die Pixel meines Blockes, 8 x 8 beispielsweise, bilde ich jetzt irgendwie so einen mittleren Fehler, ja, hier noch quadriert. Oder ich nutze irgendwie hier sowas, so einen absoluten Fehler. Und jetzt kann es natürlich irgendwie unterschiedliche Fälle geben. Im Idealfall kommt da irgendwie eine 0 raus. Dann heißt das, die beiden Blöcke sind völlig identisch. Ich kann mir aber auch sagen, das muss jetzt nicht ganz 0 sein, sondern irgendwie so ein Schwellwert, der sagt, ein Pixel ist vielleicht unterschiedlich oder zwei Pixel sind vielleicht unterschiedlich. Also irgendwie so eine Grenze, hier habe ich die mal klein Delta genannt. Also D ist jetzt irgendwie das, was rauskommt, die Differenz. Ja? Wenn es irgendwie so ein kleines Delta gibt, sodass sozusagen die Differenz unterhalb dieses Fehlers ist, dieses Fehlers Delta, oder wenn die Differenz gleich 0 ist, dann sind die, ist der, oder dann nehme ich diesen Bildblock als identisch an. Und dann sage ich, ich speichere diesen Bildblock einfach durch Angabe eines Verschiebungsvektors oder Bewegungsvektors. Das ist so der eine Fall. Zweiter Fall ist, dass ich sage, ja, der Fehler ist nicht 0. So ganz klein ist er auch nicht, also überschreitet unser Kleindelta. Aber er ist auch nicht so ganz schlecht. Das heißt, die Abweichung ist irgendwie Pixel für Pixel relativ nahe bei 0. Dann geht man so vor, dass der Bildblock dadurch gespeichert wird, dass man so einen Bewegungsvektor angibt. Also je nachdem, wo ich den jetzt in meinem Suchbereich gefunden habe. Und zusätzlich gibt man noch eine Differenzmatrix an. Ja, also wie unterscheiden sich Pixel für Pixel von dem Block im Referenzbild und dem Block in meinem zu kodierenden Bild? Ja, das ist sozusagen genau der Prädiktionsfehler. Und der dritte Fall ist, dass der Fehler so unterschiedlich ist, also der Fehler so groß ist, also die beiden Bildblöcke so unterschiedlich sind, die Abweichung einfach zu groß ist, dann sagt man, nee, also irgendwie von Ähnlichkeit oder Gleichheit können wir in diesem Fall nicht mehr sprechen. Ja, wir speichern diesen Block doch absolut.
Ja, darum war eben die Frage, Sie hatten gefragt, ob sozusagen alle, das gesamte Bild dann mit B-Bild, mit solchen Referenzvektoren gespeichert wird. Also es hängt von Block zu Block ab. Es kann Blöcke geben, die kann ich mit so einem Referenzvektor speichern. Es kann Blöcke geben, die speichere ich mit so einem Referenz- oder Bewegungsvektor plus einer Differenzmatrix. Und es kann Blöcke geben, die speichere ich absolut. Und was dann gemacht wird, ist so eine DCT, genau wie wir es bei JPEG gemacht haben. Ja? Wichtig ist halt, man greift sich so einen Suchbereich hier raus, guckt sich dann Blöcke an und versucht dann sozusagen genau mit diesen hübschen Formeln, die wir da gerade stehen hatten, einen übereinstimmenden Block mit dem hier zu finden. Und was bei aktuellen Codecs gemacht wird, ich hätte das ja eben hier so versucht anzudeuten, ja irgendwie so pixelweise verschiebt man diesen Kandidaten hier, den ich halt auf Übereinstimmung mit diesem Block prüfe. Ja, das macht man sogar nicht nur pixelweise, sondern man interpoliert auch Pixel. Ja, hier steht Anzahl Suchschritte, PEL, also Picture Elements, Half PEL, also dass ich sozusagen immer noch so ein halbes Pixel dazwischen lege, bis auf Quarter PEL. Das ist sozusagen das, was in aktuellen Codecs gemacht wird, H.264, da geht man auf Quarter-PEL-Basis runter. Das heißt, man interpoliert zwischen den Pixeln nochmal und fügt da zusätzliche virtuelle Pixel ein, einfach um hier Kandidaten für so ein Matching zu finden. So, und jetzt diese, also kann man sich schon überlegen, in dieser Suche kann man fürchterlich viel Zeit verbraten. Ja, das hängt beispielsweise von der Größe dieses Suchbereiches ab, ja, von der Anzahl der Suchschritte, die ich da durchführe. Ja, was beispielsweise auch ein beliebtes Verfahren ist, ist so eine Dreischrittsuche. Ich fange an, im ersten Schritt, indem ich mir eine gewisse Anzahl von Kandidaten, also jetzt geht es darum, übereinstimmende Blöcke zu finden. Im ersten Schritt suche ich mir in diesem Fall 9 Kandidaten raus. Ja, und das sind jetzt beispielsweise immer die Blöcke, die hier irgendwie links unterhalb von diesem Punkt liegen. Suche mir jetzt diese Blöcke raus und mache genau hier diese Bewertung mit diesen hübschen Formeln, die wir da gerade stehen hatten. Ja, und dann haben die alle irgendwie unterschiedliche Werte. Und den besten suche ich mir raus. Ja, das sei jetzt mal dieser hier. Im zweiten Schritt, ja, lege ich jetzt irgendwie so diesen Suchbereich drumherum wieder, etwas kleiner ausgelegt. Ja, hole ich mir wieder ein paar Kandidaten raus, wieder 9 Stück. Und ermittle wieder eine Bewertung mit dem zu kodierenden Block in meinem zu kodierenden Bild, da kriege ich wieder irgendwie einen Block raus, der sich als bester Kandidat erweist. Ja, und bei dem mache ich das jetzt nochmal, da lege ich auch nochmal irgendwie so Blöcke drumherum und versuche da so eine Schätzung durchzuführen. Ja, und irgendeiner ist dann der Gewinner, das wäre jetzt irgendwie dieser hier und würde dann beispielsweise irgendwie so einen Bewegungsvektor da speichern. Was ich halt hier beispielsweise mache, ich nehme jetzt nicht den ganzen Suchbereich, sondern ich erspare mir halt etliches an Auswertung dieser Bewertungsfunktion. Ja, das ist ja doch irgendwie eine halbwegs komplexe Formel gewesen, die irgendwie ermittelt werden muss. Und wenn ich da ganz viele Blöcke mache, die ich da überprüfen möchte, dann habe ich da schon so ein bisschen was zu tun. Ja, was hatte ich eben auch schon gesagt, was auch teilweise gemacht wird, wenn das irgendwie meine Originalbildpunkte sind, dass nicht nur Blöcke mit diesen Originalbildpunkten genommen werden, sondern dass auch interpoliert wird, dass man einfach Pixel dazwischen legt. Ja, und beispielsweise diesen Pixel hier berechnet als Mittelwert der 4 umherliegenden Bildpunkte. Ja, und auch diese Bildpunkte dann nutzt, um diese Motion Estimation durchzuführen. So, wie ist jetzt im Prinzip so ein Coder aufgebaut? Ja, das ist hier irgendwie so ein Blockschaltbild von so einem Videocoder. Hier oben geht's rein, hier geht's raus. Ja, und da gucken wir uns mal irgendwie so die verschiedenen Schritte an. Das erste, was gemacht wird, ja, es werden Iframes kodiert. Die gehen irgendwie hier rein, das ist so ein Baustein Reordering. Ja, wir hatten eben gesehen, bei gewissen Bildern müssen wir irgendwie umsortieren. Also haben wir irgendwie einen Puffer und der gibt die halt in der Reihenfolge, so wie wir die in dem Coder brauchen, aus. Dann hier so ein Baustein, der im Falle der I-Kodierung oder Iframe-Kodierung einfach nur das Bild weiterreicht. Dann Spatial Coder, können wir uns JPEG vorstellen. Geht hier unten rein in die Dekodierung. Und irgendwie in so einen Bildspeicher, ja, vorhergehendes Bild. Und gleichzeitig geht das aber auch direkt in eine Ausgabe rein. Ja, also hier ist irgendwie Ausgabe, gegebenenfalls wird dann auch irgendwie so ein Multiplex gebildet, das kommt gleich zum Zuge. Also das räumlich kodierte Bild, wie gesagt, wir können uns JPEG vorstellen, geht hier direkt in die Ausgabe. Als nächstes kommen die P-Frames. Das kommt jetzt hier angerauscht.
Und was jetzt im Wesentlichen zum Zuge kommt, ist, ja, das Bild kommt hier unten rein in diesen Baustein Bewegungsschätzung. Und da erfolgt jetzt genau diese Bewegungsschätzung mit dem vorhergehenden Bild als zusätzliche Eingabe. Da wird hier dieser Forward Predictor gemacht, ja, was wir da eben hatten. Da werden diese Algorithmen angeschmissen. Es wird irgendwie diese Differenz gebildet. Und das Ergebnis geht nochmal durch eine, ja, im Prinzip JPEG-Kodierung. Wir hatten eben gesehen, da stecken entweder nur diese Bewegungsvektoren drin, die gehen hier rein, oder es steckt halt so eine Differenzmatrix da drin, ja, wenn der Fehler irgendwie relativ klein war. Ja, auch dieser Fehler wird nochmal mit so einer DCT bearbeitet, kommt in eine Ausgabe. Oder wenn wir sagen, der Unterschied ist so groß, Bewegungsvektor tut es nicht, ja, dann wird halt auch hier dieser räumliche Encoder JPEG-Kodierung angewandt und das geht in der Ausgabe rein. Zusätzlich kommt das P-Frame auch hier in diesen Bildspeicher, Future Picture, nämlich dann für die rückwärtsgerichtete Bewegungsschätzung. So, spannende Frage. Ich blätter nochmal zurück. Bei dem I-Frame, das geht hier durch diesen Spatial Coder und geht hier in den Spatial Decoder rein. Warum steckt man nicht direkt das I-Frame hier rein? Ja, wir könnten ja auch sagen, direkt das I-Frame hier direkt in diesen Bildspeicher Past Picture. Was liegt im Decoder vor? Also wenn wir jetzt sagen, so, Encoding haben wir gemacht, was kommt im Decoder an? Im Decoder kommt das räumlich kodierte Bild an. Ja, und wenn der Decoder hinterher diese Bewegungsschätzung wieder auflösen soll, dann hat er nur dieses räumlich kodierte Bild zur Verfügung. Das heißt, wenn wir auch im Encoder sozusagen diese Referenzbilder zunächst mal irgendwie kodieren und für die Kodierung der weiteren Frames diese wieder dekodierten Frames benutzen, dann haben wir genau die Situation nachgebildet, die wir auch im Decoder haben. Ja, das heißt, man steckt da nicht die unkomprimierten Bilder rein, sondern die komprimierten oder wieder dekomprimierten Bilder für die Durchführung dieser Bewegungsschätzung. Einfach um da die Situation im Decoder nachbilden zu können. So, P-Frames hatten wir. Dann kommen noch die B-Frames. Ja, da kommt jetzt das Bild hier unten in diesen Motion Estimator rein. Ja, und da wird jetzt sowohl eine vorwärtsgerichtete als auch eine rückwärtsgerichtete Bewegungsschätzung gemacht. Hier steckte das vorhergehende I-Frame, das vorhergehende P-Frame, das nachfolgende P-Frame, Entschuldigung. Dann kommt genau das hier zum Einsatz, was wir eben hatten. Halt diese vorwärts- und rückwärtsgerichtete Bewegungsschätzung. Und je nachdem, wie gut da sozusagen unsere Schätzung war, kommen da halt Motion-Vektoren mit in den Datenstrom rein hier. Die werden halt dann hier mit reingemischt. Oder halt diese Differenzmatrizen bzw. die absolut kodierten Blöcke. Jeweils dann hier über so einen Baustein Spatial Coder oder hier oben auch Spatial Coder. Und was da wie gesagt reinkommt, sind im Wesentlichen halt diese Abschätzfehler. So, also das ist im Prinzip die Grundidee. Und jetzt gibt es natürlich eine ganze Reihe von Verfahren, eine ganze Reihe von Videocodecs, die mehr oder weniger nach diesem Prinzip arbeiten. Wie das jetzt im Detail bei den einzelnen Codecs umgesetzt ist, das ist erstmal gar nicht vorgegeben. Das ist zum Teil irgendwie Industriegeheimnis. Ja, wenn Sie jetzt irgendwie so proprietäre, firmenproprietäre Codecs sich anschauen, wie das beispielsweise bei Real der Fall ist oder bei Windows Media, ja, die legen ja nicht offen, wie sie da genau ihre Bewegtbilder komprimieren. Im Rahmen der Veranstaltung werde ich noch vorstellen, oder werde ich so ein bisschen was erläutern zu diesen MPEG-Codecs. Das sind offenliegende Codecs, das heißt, da kann man sich angucken, was da in so einem Codec drinsteckt. Da ist auch nicht genau festgelegt, ja, wie hier beispielsweise diese Suche im Detail erfolgt. Das ist in so einem Videocodec in der Regel nicht festgelegt. Was in so einem Videocodec einzig und allein festgelegt ist, ist das Folgende. Das, was hier hinten rauskommt. Das, ja, im Prinzip Format des Datenstroms. Sprich, wie da die Bewegungsvektoren abgelegt sind. Wie da diese Bildblöcke abgelegt und beschrieben sind. Das ist einzig und allein eigentlich in so einem Videocodec festgelegt. Aber so diese Komplexität des Coders, ja, wie hier die einzelnen Bausteine zusammenspielen und welche Algorithmen da zum Einsatz kommen, um da jetzt wirklich so eine Bewegungsschätzung durchzuführen, das ist da eigentlich nicht festgelegt, sondern das steckt sozusagen in der jeweiligen Implementierung drin. Und das ist halt den jeweiligen Softwareentwicklern überlassen oder Hardwareentwicklern, wie das umgesetzt wird.
Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wenn man das so halbwegs gedanklich durchdrungen hat, das Grundprinzip. Also so sieht das im Prinzip aus. Wir stecken da jetzt irgendwie Video rein, beispielsweise mit so einer Datenrate von 216 Megabit pro Sekunde. Und das ist jetzt irgendwie unsere Codierung. Da kommt was raus mit 15 Megabit pro Sekunde. Und da kann man sich natürlich überlegen, dass es schon eine Rolle spielt, was habe ich denn da für Bildinhalte? Ja, wenn wir jetzt irgendwie so ein Stillleben haben, ja, Sie sitzen ja relativ ruhig da und ich würde Sie jetzt hier irgendwie filmen, da passiert ja nicht so viel. Ja, der eine oder andere wackelt mal mit dem Kopf, ja, da kommen dann irgendwie unsere Bewegungsvektoren zum Einsatz. Das heißt, wir haben eine können eigentlich relativ kontinuierlich so diese Technik anwenden, die wir gerade versucht hatten zu verstehen oder die ich versucht habe zu erläutern. Das greift da ganz gut, diese Technik mit diesen Bewegungsvektoren. Wenn ich mir aber jetzt irgendwie, irgendwie ein Fußballspiel angucke, Boxkampf oder sonst was, ja, wo da relativ viel Dynamik in der Szene ist, oder wenn Sie irgendwie so ein ganz hektisch geschnittenes Video nehmen, können Sie sich vorstellen, dass mit diesen Bewegungsvektoren funktioniert nicht mehr so gut. Ja, weil wenn ich irgendwie so einen Szenenwechsel habe, ja, mit meinen Bewegungsvektoren komme ich da nicht mehr so weit. Das heißt, irgendwie ist so diese Datenrate, die am Ende rauskommt, so ein bisschen abhängig eigentlich von meinem Bildinhalt. Ja, wenn das irgendwie gut funktioniert und schön, sagen wir mal, so ein kontinuierlicher Szenenverlauf ist, dann haben wir auch irgendwie eine kontinuierliche Datenrate. Aber wenn wir irgendwie viele Schnitte haben oder viel Dynamik in der Szene, ja, dann schwankt das immer. Also wir werden haben sowohl konstante als auch variable Bitrate. Ja, und von der konstanten Bitrate reden wir halt, wenn diese Ausgabedatenrate wirklich konstant ist. Beispielsweise wie hier 15 Megabit pro Sekunde. Was das hier unten heißt, erläutere ich Ihnen noch. Oder was halt auch möglich ist, dass wir eine variable Bitrate haben und dann schwankt halt die Datenrate. Ja, hier nehmen wir mal so ein Beispiel von so einer ganz tollen Szene angedeutet. Wir haben irgendwie so eine Wolke, Regenwolke. Und da ist ja nicht, das ist ja nicht ganz so dynamisch und schnell. Ja. Hier greift so diese Technik der Bewegungsschätzung ganz gut. Ja, da finden wir irgendwie viele Bewegungsvektoren und in diesen B- und P-Frames müssen wir die einzelnen Blöcke gar nicht speichern, sondern wir können uns da mit diesen Bewegungsvektoren aushelfen. So, was passiert, wenn wir jetzt irgendwie sowas ganz anderes in der Szene auf einmal sehen? Jetzt kommt irgendwie hier so ein Blitz. Wenn wir sagen, wir machen das wirklich mit einer konstanten Bitrate, ja, dann müssen wir ja an dieser Stelle kommen wir mit unseren Bewegungsvektoren nicht mehr weiter. Wir müssen jetzt irgendwie diese einzelnen Bildblöcke absolut speichern. Das braucht weitaus mehr Speicherplatz. Das heißt, wenn wir mit einer konstanten Bitrate arbeiten, geht hier die Qualität, die Bildqualität runter. Die müssen wir einfach runtersetzen, damit wir diese Bitrate halten können. Wenn ich sage, so, ich möchte aber jetzt nicht unbedingt eine feste Bitrate haben, sondern ich möchte eine feste Codierqualität haben, dann passiert das Folgende, dann ist sozusagen hier unten der Fall relevant. Ja, auch hier die Datenrate abgetragen. Ja, hier ist sie in etwa gleich, ja, je nachdem, wie das so mit meinen Bewegungsvektoren da funktioniert. Und an den Stellen, wo halt richtig was passiert im Video, ja, da geht die Datenrate auf einmal nach oben, weil der Trick mit unseren Bewegungsvektoren, der funktioniert nicht mehr. Wir müssen jetzt viel absolut speichern. Datenrate geht nach oben, aber Qualität bleibt identisch. Das können Sie häufig einstellen, ob Sie eine konstante Bitrate haben oder eine variable Bitrate einsetzen. Bei einer variablen Bitrate werden meistens mehrere Durchläufe gemacht durch das Video. Ja, zwei oder drei Durchläufe. Ja, in dem einen Durchlauf wird das Video dann analysiert. Ja, wo greift das irgendwie gut? Wo haben wir irgendwie ähnliche Szenen? Dann wird irgendwie versucht, so eine Bitrate zu bestimmen. Und im dritten Schritt erfolgt dann eigentlich erst die eigentliche Codierung. Ja, entweder am Rechner können Sie sich natürlich angucken, wenn Sie sich mal irgendwie so eine DVD da anschauen. Je nachdem, was Sie da für einen Player haben, können Sie sich häufig die Bitrate anschauen. Oder wenn Sie zu Hause so einen DVD-Player haben, ja, wenn Sie da mal irgendwie so in das Menü einsteigen, können Sie sich meistens auch so die Bitrate anschauen. Ja, die schwankt ganz fürchterlich. Ja, bei so einer DVD, da ist das so im Mittel, ja, nee, kann man eigentlich gar nicht sagen. Maximal geht das bis knapp 10 Megabit hoch, die Videobitrate. Ja, aber an relativ ruhigen Passagen in Ihrem Video geht das halt auch runter bis 2 oder 3 Megabit. Ja. Also das schwankt ganz kräftig, da kommt halt diese variable Bitrate zum Einsatz. Ja, was passiert, wenn Sie Video kodieren, ist, ja, Sie schmeißen Informationen weg,
gar nicht mal so an dieser Stelle, sondern aufgrund der DCT, die zum Einsatz kommt. Ja, und so die typischen Artefakte, die entstehen, ist einmal hier diese Blockbildung, die wir auch im Bereich der Standbilder schon gesehen haben. Dann gibt es eine ganze Reihe von weiteren, ja, sogenannten Kompressionsartefakten. Ja, dass Farben irgendwie auslaufen, dass es ja, zum Verschmieren von Bilddetails kommt. Ich habe hier mal so ein paar Bilder aus so einer, ich glaube in München, einer Diplomarbeit, die da entstanden ist. Ich habe das mal untersucht, was so die typischen Kompressionsartefakte sind. Müssen wir jetzt nicht alle im Detail durchgehen, finden Sie auf den Folien. Also das ist irgendwie so der typische, der am deutlichst sichtbarste Fehler, diese Blockbildung. Dann, was Sie auch finden, hier diese Streifenbildung, wenn Sie kein Deinterlacing machen, ist ein häufiges Phänomen, was man sieht. Oder hier, was man auch sieht hier, dass im Prinzip hier so ein Bild erscheint, was, oder ein Teil, Bilddetail erscheint, was eigentlich so gar nicht da ist. Ja, dieser Reifen, der so plötzlich erscheint. Farbflächen, die entstehen, ja, wie hier beispielsweise. Oder dass es einfach hier unscharf wird, verschmiert wird. Hier so, dass so, ja, ganz merkwürdige Konturen entstehen. Oder wie hier, genau hier, diese Haare, da sieht man das. Oder hier, das ist so eine Szene, da schwenkt einer mit so einem kleinen Fähnchen, das kann man irgendwie nicht mehr so richtig erkennen, das verwischt alles. Sowas hier, so ein Farbrauschen an Kanten, findet man auch häufig. Ja, das ist eigentlich so eine Szene, das ist irgendwie eigentlich so richtig schönes Weiß mit so schwarzen Strichen, das findet man. Oder hier bei diesen Blättern beispielsweise. Auch so ein entsprechendes Rauschen. All das sind, ja, Kompressionsartefakte, die mehr oder weniger bei dieser Kompression entstehen. Ja, hier auch so ein ähnliches Rauschen, wie wir das eben hatten an diesen Kanten. Hier beispielsweise diese weiße Linie. Oder dass, ja, die dreht so gerade ihren Kopf, diese Frau. Ja, dass das alles hier im Prinzip verschmiert. Sehr empfindlich für Kompressionsartefakte sind computergenerierte Szenen. Wenn Sie beispielsweise so Zeichentrickfilme haben oder ja, computergenerierte Szenen mit großen einfarbigen Flächen, ja, dann ist man sehr, sehr empfindlich für so Blockstrukturen. Ja, oder das hatten wir eben auch schon mal hier, so ganz komische Bildinformationen, die da einmal auf einmal enthalten sind. Ja, und hier nochmal irgendwie so Blockbildung und Verwischen von Informationen. Also typische Kompressionsartefakte, die mehr oder weniger auftreten und die ist halt bei der Kompression irgendwie, ja, die man möglichst in Grenzen halten sollte, nur man hat natürlich nicht immer direkten Einfluss, sondern das ist halt dann Ergebnis der Einstellung, die man an seinem Video-Encoder durchführt.